Friedrich Merz hat ein echtes Politikdefizit. Politik ist Kommunikation. Er kriegt es nicht hin, Dinge zu sagen, so wie Sie sie gerade gesagt haben. Natürlich ist es gesellschaftspolitisch sinnvoll, vielleicht ein Selbstbestimmungsgesetz zu machen. Vielleicht kann man auch eine Cannabis-Legalisierung machen. Aber die drängenden politischen Themen sind eine Wohnungslosigkeit, sind eine Migration und Wohlstand. Einverstanden. Kann man doch alles sagen, ohne auszugrenzen. Warum muss dieser Mann bei jedem Auftritt irgendwelche Gruppen oder Städte oder gesellschaftliche Bewegungen ausgrenzen? Warum kann ein Oppositionsführer nicht priorisieren, die Themen und Menschen zusammenbringen? Ist das per se nicht Amtsbeschreibung von Friedrich Merz? Meine These ist, der ist viel zu lange weg gewesen aus der Politik. Nein, das ist euer Problem. Nein, der weiß gar nicht, wie man kommuniziert. Aber vielleicht ist er einfach zu lange raus und hat gedacht, ich kann das schon, ich mache das schon. Und, wir sind hier nicht bei McKinsey, wir sind nicht in so einer Wirtschaftsrunde, wo man mal eben einen raushauen kann irgendwie und dann gibt es Applaus, weil ich der CEO bin. So kannst du in der Politik, gerade in so einer krisenhaften Situation, so kannst du nicht kommunizieren.